Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von WWE Supercard. Und wir sehen hier schon unseren Lieblings-Grinse-Strowman für die Last Man Standing. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß also auch ehrlich gesagt noch nicht, wie das Design der Royal Rumble Last Man Standing-Karten aussieht. Es gab nichts Neues soweit. Wir machen gleich ein TBG-Pack auf und hoffen, dass wir da endlich mal was drin haben. Die Mittwochsbelohnung habe ich schon aufgemacht, weil ich nicht wusste, wann ich dazu komme, das Video aufzunehmen. Und wir gucken mal rein, was da drin war, denn es war tatsächlich was sehr Schönes da drin, eine Royal Rumble Karte. Aber kommen wir erst zum Team Event. Hier ist Shayna Baszler. Oh mein Gott, wie sehr mir diese Karte hilft bei den Diven. Endlich die letzte Primal Diva weg, dafür eine Single Royal Rumble Diva, die mir unheimlich weiterhilft. Gute Karte, freue ich mich sehr drüber, aber das Schöne in der Mittwochsbelohnung war er hier. Bobby Fish war da tatsächlich drin. Ich war sehr überrascht, hab mich ein bisschen geärgert, weil wir das nicht gemeinsam öffnen konnten. Denn jetzt ist mal was drin und dann können wir es nicht gemeinsam aufmachen. Aber naja, so ist es auf jeden Fall nachgeholt. Ist jetzt nicht die absolute Highlight-Karte, aber immerhin ist es eine Royal Rumble-Karte. Und es ist nicht Carl Anderson. Wunderschön. Also vielleicht doch kein Bug. Obwohl, bei den Pulls müssen wir drauf achten, ob da der vierte Anderson dann rauskommt. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Außerdem habe ich mittlerweile hier diese Leiter noch gezogen. Ja, ist ganz nett, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Two-Stat-Manager sind deutlich besser wie hier Miss Elizabeth. Das ist eigentlich eine ganz coole. Sonst hat sich wirklich gar nichts getan. Deswegen gucken wir uns jetzt mal Braun Strowman an. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Und, oh, das ist so ein Trucker-Design, ja? Das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Design gefällt mir. Hat was von diesen Bonzen-Trucks aus Amerika. Passt natürlich auch zu Braun Strowman. Die Karte sieht schon nice aus, aber ich werde trotzdem nicht spielen. Gibt es überhaupt Aufgaben, die man lösen kann für irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Aktuell, ich glaube, ich bin zu früh dran, dass die Aufgaben schon zu sehen sind. Gucke ich mir an, vielleicht spiele ich dann zumindest die Aufgaben, aber um Braun Strowman werde ich auf keinen Fall spielen. Und ich gehe auch davon aus, dass ich Supercard nicht anrühren werde während des Events, weil, wie gesagt, die Motivationskurve, was das Spiel angeht, ist sehr, sehr niedrig zurzeit. Bobby Fish hat das ein bisschen aufgefrischt und vielleicht schafft es das TBG-Pack auch, das Ganze wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Eine Champions-Belohnung, ich freue mich sehr und hoffe, wir haben Glück. Ich hoffe einfach, wir haben endlich mal Glück, was diese Packs angeht. Drückt mir die Daumen, wir hatten sehr, sehr viel Pech in letzter Zeit. Wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1, Feuer, frei. Boah, es ist so hart, wirklich. Es ist so hart, sich nicht aufzuregen darüber. The Miz ist scheiße, will ich nicht. Punkte ist das einzig Gute hier dran. Walter ist mir auch scheißegal. Angelo Dawkins könnte mir nicht mehr am Hinterteil vorbeigehen. Außerdem sind die Street Profits total beschissen. Ich hasse sie. So, jetzt ist auch das raus. Ich hasse sie nicht so schlimm wie Matt Riddle, aber die nerven einfach nur. Dieses Pseudo-Rumgeaffe von denen. Ich bin froh, dass ich mir das nicht mehr angucken muss. Aber ja, Pustekuchen war's im Platin-Pack. Leider wieder nichts. Ich habe aufgehört mitzuzählen, aber wir haben bestimmt 12 Packs oder so geöffnet. Irgendwo zwischen 10 und 12 werden wir geöffnet haben. Und ich glaube, ich hatte zweimal eine Royal Rumble Karte drin. Was natürlich echt mies ist. Eine ganz furchtbare Ausbeute. Wenigstens war die Mittwochsbelohnung in Ordnung. Ich hatte nämlich eigentlich gar keinen Bock, die Mittwochsbelohnung überhaupt zu spielen. Aber es hat sich gelohnt. Mehr auf jeden Fall als das TBG-Pack. Gerne in die Kommentare, wie ihr das seht mit Last Man Standing. Spielt ihr um Braun Strowman? Ist natürlich eine gute Karte. Gerade auch für mich wäre das noch eine sehr gute Karte. Ich könnte sie auf jeden Fall gebrauchen. Ich hätte sie auch gerne, einfach nur um mein Deck zu verstärken. Aber ich habe keinen Bock. Ich habe einfach gar keinen Bock auf dieses Spiel im Moment. Und deswegen werde ich einfach die Zeit genießen und was anderes machen am Wochenende, als Supercard zu spielen. Aber das soll euch natürlich nicht davon abhalten, euch die Karte zu erspielen. Wenn ihr es macht, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Wünsche euch auch an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Drückt euch die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rindjahauen, bis zum nächsten Mal.